Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Summer No Swap Video, diesmal mit einem sehr aktuellen. Nicht wie beim letzten, dass das Event schon ein paar Tage da war. I'm sorry, es ist aktuell so viel los und ja, ich kam nicht vorher dazu, das Video aufzunehmen. So, ich wurde gerade auch noch unterbrochen mit einem Satz. Okay, heute, wie gesagt, was ganz aktuelles. Als erstes, es gibt erstmal das Event der goldenen Kisten, das eigentlich relativ einfach zu verstehen ist. Ich sag's ganz kurz und dann kommen wir zu dem Spannenden des Videos. Zu den Nerfs 2021, weil es ist ein sehr langer Balance-Patch, aber es ist eine sehr lange Nerf-Liste, was ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Aber okay, interessant. Ja, also jeden Tag kann man 500 Punkte sammeln, Check-in und dann ganz viel Energie ausgeben und Wings machen, also Arena spielen. Es gibt Bonuspunkte, insgesamt 6000. Und wenn man die 6000 erreicht hat, gibt's da nicht mehr, aber ist halt ganz schick, wenn wir Dimensionsloch-Energie nutzen, die ist ja eh begrenzt, und wenn man Kristalle sammelt und ausgibt. Ja, wenn ich da meine 10.000 Kristalle aus... Warte, wie viele habe ich ausgegeben? 80.000 Kristalle? Wenn ich da... Ja, wirklich, ja. Wenn ich meine 80.000 Kristalle ausgegeben hätte, wäre ich mit dem Event wahrscheinlich schon fertig. Und es gibt MS und Kristalle... warte, MS und Energie, und oben gibt es auch noch Mana. Wir klicken einmal auf Suche und dann, ja, müssen wir irgendwie die goldene Kiste suchen. Und dann gibt es hier unten noch ein bisschen Belohnung. Okay, also nichts Besonderes. Viel besonderer ist das hier, der neue Balance Patch, der natürlich noch nicht live ist, aber wir haben ja immer die Vorankündigung in diesem wunderschönen Fenster, wo man nicht reinzoomen kann, was ich immer so fantastisch finde für Leute, die nicht so gute Augen haben. Aber okay, so, passt auf. In der ersten Zeile hat es direkt in meinem Herzen gestochen. Meine geliebte Gianna wird genervt. Ich besitze sie nicht, also von daher ist es eher gut, weil ich meistens gegen Giannas kämpfe. Abklingzeit wird erhöht. Wer wird noch genervt? Die Lichtmeerjungfrau? Das verstehe ich gar nicht. Also verringert die HP-Erholungsmenge 5% weniger. Und Verringerung der Chance auf Streichschüsse von 20 auf 15%, was eh schon gering ist. Warum wird die Lichtmeerjungfrau genervt? Also, vielleicht habe ich was verpasst. Kann sogar gut aus möglich sein, aber ich habe noch nie gehört, dass die Lichtmeerjungfrau so OP ist oder so. Eigentlich haben sich die Leute immer beschwert, die eine Molly haben. Also, weiß ich nicht. Da gibt es andere Monster, die sind irgendwie viel stärker. Aber gut. So, Wassermeerjungfrau. Werwolf. Wasserwerwolf. Sorry, nicht Meerjungfrau. Wasserwerwolf wird auch genervt. Abklingzeit wird erhöht. Den haben wir aber auch jetzt wirklich sehr oft in RTA gesehen. Also der ist schon sehr nervig, ob der zu OP ist. I don't know. Das kann ich nicht behaupten, aber damn, das war schon hart. So, dann haben wir ganz viele von den Neuen, also die Chun-Lis und die Kampftänzer und auch der Meister der Kunst, die werden ein bisschen verändert. Und vor allem der Meister, also Lichtmonster erstmal, was uns relativ wenig interessiert. Der Meister der Kunst Wasser wird verändert. Lesen wir uns das mal durch. Effekte hinzugefügt. Wenn Feinde vorteilhafte Effekte entfernen, werden alle schädlichen Effekte, die diesem Verbündeten gewährt werden, entfernt. Und Effekt geändert. Wenn Feinde vorteilhafte Effekte von Verbündeten entfernen, wird der Angriffsbalken des Verbündeten mit dem entfernten vorteilhaften Effekt um 25% wird zu 10% erhöht. Ist das auch ein Nerf? Wait, what? I don't get it. Es ist ein bisschen... Ich verstehe dieses Update nicht, ehrlich gesagt. Warum werden so viele Monster genervt? Verstehe ich nicht. Jetzt kommen die Buffs. Das sind wieder die Monster, die ich besitze. Und jetzt komme ich mir wieder schlecht vor. Also, erstmal, die Drachen werden gebufft. Und ja, die sind sowieso schon stark, aber der erste Skill wird erstmal gebufft und der erste Skill ist shit. Also der macht relativ wenig, aber er gibt jetzt mehr Sinn, dass zum Beispiel Varad auch mit Death skaliert beim ersten Skill. Und Zyros, der ja sowieso Dots auf die Gegner packt und wenn er auf Qualis auch die Gegner vielleicht stunnen kann, dann macht der erste Skill mehr Schaden, wenn die Gegner unter schädlichen Effekten stehen, was ganz gut ist, ja. Und auch Wind, Licht, Dark, das ist eigentlich alles ganz nice.
Und ja, Licht Armageddon wird wieder um 18% erhöht. I don't know why. Irgendwie kommt mir so vor, als wenn ein Comptos-Mitarbeiter einfach diesen Drachen besitzt und der mogelt da immer am letzten Tag noch irgendwas für einen Lichtdrachen rein. Also, I don't know. So, Lichtmeeresherrscher wird besser, was ganz gut ist. Erhöht den Immunitätseffekt auf bis zu 3 Runden proportional zur Anzahl der entfernten schädlichen Effekte bei jedem Verwundeten. Wenn die schädlichen Effekte des Verwundeten entfernt werden, wird die Dauer des Immunitätseffekts für diesen Verwundeten um eine Runde erhöht. Also, nice. Der wurde damals, also der war am Anfang okay und dann wurde er gebufft und war er stark und jetzt wird er halt noch besser, ist ganz okay. So, bei den Fairy Kings werden die Skills erstmal umbenannt. Warum auch immer. Um da vielleicht eine Unterscheidung reinzubringen. Also wir haben einmal Overwhelm, Wasser und dann einmal Feuer. Das ist eigentlich relativ egal. Verringert die Angriffstempo aller Gegner für eine Runde mit einer Chance von 70%. Bei beiden, nee, bei dem anderen stört die HP-Erholung. Dadurch wird der Feuer-Fairy King noch besser. Das ist richtig sick. Bei den Ambisons und bei den Slayern macht jetzt der eine Skill Schaden auch noch, oder die skalieren mit Attack und HP, was ganz nice ist. Und Wasser wird ein bisschen geändert. Zerstört die Max-HP des Gegners um 50% und nicht mehr um 30%. Also das ist ziemlich nice. Also das macht einen großen Unterschied und beim Slayer auch das gleiche. So, Abklingzeit wurde auch noch verringert. Und verringert die Angriffskraft für eine Runde. Verringert die Verteidigung für eine Runde. Also den Switch von verringert die Angriffskraft für eine Runde zu verringert die Verteidigung für eine Runde. Was viel besser ist, also ich bevorzuge immer Defense Breaks, auch wenn sie nur für eine Runde sind, das ist ganz sick. Ja, bei Wind ist das ganz krass, setzt alle Fähigkeiten des gegnerischen Ziels auf die Max-Abklingzeit zurück, wird angewendet, nachdem die vorteilhaften Effekte des Ziels entfernt wurden. Das heißt, wenn die Immunity hätten und das angewandt wird, bevor gestrippt wird, bringt es nichts. Aber deswegen steht das hier extra, dass erst gestrippt wird und dann werden die Fähigkeiten zurückgesetzt. Das ist sick und Schaden wird erhöht bei denen. Also die neuen Monster, wir sehen es hier auch wieder, Rio kriegt auch nochmal was. Die werden alle ein bisschen stärker gemacht, weil die wahrscheinlich nicht zu oft genutzt wurden. Dann wird unser Taeyo ein bisschen erhöht, nicht den Buff, den ich mir erhofft habe, weil Dings noch immer viel besser ist, also Laggy. Finde ich persönlich. Aber Verringerung des Angriffsbalkens wird auf 100% gesteigert, was ziemlich gut ist. Also ist auf jeden Fall ein schöner Anfang. So, Vanessa wird gebufft. Obwohl ich Vanessa eigentlich in einem guten Spot fand. Und Vanessa wird auch genutzt und ist auch sehr stark, auch in High-Level RTA. Nicht, dass ich da hinkomme, aber was ich so sehe. So, und die Erzengel werden gebufft, auch wenn die auch vollkommen okay sind. Die werden zwar nicht in RTL genutzt, die werden aber im Gildenkampf zum Beispiel benutzt und da sind die gut. Warum werden die gebufft? Ich meine, ich profitiere davon, aber why? Why? So, erstmal Vanessa, das ist richtig krass. Die hat ja die Passive bekommen, dass die Monster automatisch reviven, wenn sie sterben. Das wird zu einem normalen Skill gewandelt, der aber gleichzeitig auch passiv bleiben kann, wenn denn ein Gegner stirbt und der Skill aktiv ist. Das heißt, sie kann reviven, wenn sie Bock hat, was richtig gut ist. Und erhöht die Angriffskraft des Verbündeten, also so wie vorher. Und wenn der Skill verfügbar ist, muss sie nicht den Skill einsetzen, um einen zu reviven, weil dann wirklich einer vom Tod zurückgeholt wird, automatisch. Also so wie ich es jetzt kenne. Also richtig krass. Wow. So, was da wird geändert, ist eigentlich ganz gut. HP-Erholungsmenge von 40% auf 50%, okay. Und erholt die HP aller Verbündeten jeden Zug für 3 Runden. Entfernt alle schädlichen Effekte der Verbündeten und gewährt den Verbündeten, deren schädliche Effekte entfernt wurden, den HP-Erholungseffekt für 3 Runden, um die Anzahl der von den Verbündeten entfernten schädlichen Effekte. Entfernt zuerst die schädlichen Effekte und erholt dann die HP. Damn, ja. Also, klar, man braucht dann negative Effekte. Ich weiß auch nicht, ob ich die Version lieber mag als die davor. Aber trotzdem ist das schon ziemlich sick, weil wir einen Cleanser in einem Ariel haben.
Und das ist schon sehr stark. Also dann habe ich immer, wenn so Gegner viele Debuffs hatten oder so, habe ich immer eher Anavel genommen. Aber jetzt haben wir Ariel mit seinem Cleanse, was krass ist. Also das ist schon sehr stark. Und Eladgel gewährt sich selbst Seelenschutz für 2 Runden. Why? War er nicht stark genug? Der revived und proc danach sowieso und hielt sich wieder. Der revived ja eh schon alle. Also, oh mein Gott, ich weiß es nicht. Und dann wird noch Trulli, Klingtänzer und Dalzheben und der Meister des Gifts gebufft. Also das ist eigentlich alles ganz gut. Was ich eher faszinierend finde, ist Chloe. Chloe wird gebufft und hat nicht mehr 2 Runden Immunität, sondern 3 Runden, was ziemlich nice ist. Also Unbesiegbarkeit bleibt gleich, aber wir haben jetzt 3 Runden Immunity, was richtig gut ist, wo sie wieder in einer guten Liga mit anderen Immunity-Monstern mitspielen kann. Das ist schon sehr sick. So, Brownie Magier wird auch zu einem noch besseren Stripper. Also Wind Brownie Magier kann strippen. Und wir procken danach, also wir können danach procken oder wir haben automatisch einen Proc, wenn wir denn strippen. Und dann können wir buffen danach, was richtig gut ist, was ihn zu einem sehr starken Monster macht. So, Kitsune werden auch gebufft und ich mag ja meine A-Rang total gern. Erzeugt ein Schild in der Höhe der überschüssigen HP-Erholung für 2 Runden, was wir bisher hatten. Stiehlt einen vorteilhaften Effekt des gegnerischen Ziels. Ist das ein Buff? Also ich fand das Schild eigentlich ganz cool immer. Wir klauen etwas dann vom Gegner. Ich mag das alte ehrlich gesagt lieber, okay? Also wir können dann vielleicht Immunity klauen oder Unbesiegbarkeit oder Attack Buff. Ich mochte dieses Schild lieber. I don't know. Ich mochte das Schild wirklich lieber, aber dann haben wir eine Möglichkeit zu strippen. Hier unten haben wir dann wieder Elfenwächter und was sagt uns das? Die Elfenwächter bekommen bald eine neue Formwandlung. So war es bisher jedenfalls immer in der Vergangenheit. Also da waren dann damals die Drunken Master und dann zack, Formwandlung. So sieht es meistens aus. Und Bärmann da unten verringert die Angriffskraft für 2 Runden, okay. Ja, also muss sagen, die Nerfs haben mich ein bisschen überrascht. Also Diana, okay, aber Meerjungfrau Licht, I don't know. Sind jetzt doch gar nicht so viele Nerfs, aber also manchmal gab es Balance-Patches ohne Nerfs und das, ja. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Drachen, also die Drachen sind okay, die sind so schon stark, aber warum der Lichtdrache, das verstehe ich nicht. Und ja, Fairy Kings fand ich eigentlich schon stark genug, also ich denke, ja, wie heißt er? Daphnis. Daphnis war sehr lange unbeliebt und nicht so toll, aber er hat seinen Spot gefunden. Ich denke, es war ausreichend. Warum er jetzt nochmal gewafft wird, I don't know. Vielleicht, weil die ganzen Jahre leiden musste. Dass die neuen Monster gewafft werden, finde ich alles gut. Ja, also auch Ryo wird ziemlich schick. Und da bin ich gespannt. Vanessas Buff verstehe ich überhaupt nicht. Die war so schon stark. Den Winderzengel, also Eladriel, verstehe ich auch nicht, weil der auch schon stark genug war. Und bei meinem Wassererzengel verstehe ich auch nicht. Der war eigentlich auch gut genug. Also, beim Wassererzengel ist es kein richtiger Buff, es ist eher einfach eine Veränderung. Also, das heißt nicht, dass er jetzt automatisch besser ist, weil er hat, wenn wir keine negativen Effekte haben, dann bringt es halt nicht so wie vorher. Aber durch diesen AOE-Cleanse, was schon sehr stark ist und sehr mächtig, finde ich ihn doch, also ich denke, es ist doch eher ein Buff als ein Nerf. Ja. Und dann mit Chloe, das finde ich richtig cool. Ja. So viel dazu. Und mit Brownie Magier, wie gesagt, auch bei den Kitsune, naja, sehe ich eher kritisch. Was sagst du zu diesem Balance-Patch? Schreib es gerne in die Kommentare, ob du es genauso verwirrend siehst wie ich oder ob du das nachvollziehen kannst und sagst so, ah, Vanessa hat dringend einen Buff verdient und Eladriel auch, der war viel zu schlecht und Diana hat ihren Nerf verdient, dieses böse, schlechte Monster, viel zu overpowered, nur für, wie heißen die Leute? Nee, warte, es gibt nur dieses Viva Chell, aber bei Diana gibt es sowas gar nicht, oder? Giro Diana? Nein. Ja, egal. So spontan, so ein Wort wird es nicht so einfach zu erfinden. Okay.
bevor es peinlicher wird, hören wir lieber mit dem Video auf. Also Gianna, also Pay-to-Win-Monster, sagen wir es mal so. Okay, ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Summer of War Video wieder. Hab ja einiges geplant, aber... Also ich bin ein bisschen confused, über was den Balance-Patch angeht. Naja, ich bin gespannt, was du in die Kommentare schreibst. Also schreib was in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.